Der eine schluckt Rohr weg und der andere kriegt einen Hirnarm. Schwarzmagie. Die Jungs machen Druck. Stark, Mittelstädt. Sowas nämlich. Führig. Mio, komm, spiel deinen Ball. Gas jetzt. Statue. Was? Karasor? Okay, Leveling, Girassi. Wieder hoch. Jetzt mal die Flanke. Girassi läuft durch! Alter. Ich war kurz davor zu jubeln, ne? Lecco mio, ey, der muss rein. Der muss rein. Der darf rein. Das war Throwback zu, boah, was war das? Zu Union. Union auswärts. Girassi legt sich den Ball selber raus auf den Abwehrspieler. Der flankt rein, er läuft rein, ist völlig frei und kommt frei zum Kopfball. Ich glaube, bei Union war es Rouault mit der Flanke. Diesmal Sterchu. Also auch da ein klares Muster. Nur, dass er halt das Ding bei Union gemacht hat. Und jetzt hier in Leverkusen nicht. Aber die erste richtig, richtig dicke Chance für uns. Das hat mich auch wieder ganz böse angeschoben, was man da gestern gelesen hat. Dass Leverkusen einfach Auswärtskarten für Halbfinale bei AS Rom in freien Verkauf gibt. Warte mal, das checke ich jetzt, ob es die immer noch gibt. Ich gehe jetzt auf Leverkusen-Reise. Ich sag's, wie es ist. Leverkusen-Tickets. Ja, lässt ihn durch, schick. Schießt Ito an, Ball weg. So, jetzt Auswärtsspiele. Ja, AS Rom. Plätze werden geladen. Ja, zwei Plätze in 50 bis 52. Ist ja gar kein Stress. Ab ins Stadio Olimpico nächste Woche. Geil. Geil. Aber nach Italien, ey, schon mal proben. Schon mal unsere Reise proben. Würz auf der Bank. Das Ding ist halt, yo, ist erstmal nett für uns, dass der auf der Bank chillt und nicht von Beginn an hier komplett Gas geben kann. Aber ich glaube, das letzte Mal, als der Mann auf der Bank saß, kam er dann rein und hat Bremen kurz abgeschossen. Aber das ist einfach krank. So einen auf der Bank zu haben, ist halt fucking nochmal gestört. Und jetzt Grimaldo völlig frei vor der Hütte in Nübel hält. Oh. Puh. Jetzt steht's 1:1 nach Top-Chancen. Jetzt steht's 1:1 nach klaren Top-Chancen. Geiler Ball durch auf Grimaldo. War eng, aber wohl kein Abseits. Abschluss zentral auf Nübelhälter. Der Ball prallt zurück auf Schick. Ist nicht einfach zu nehmen, aber darf schon aufs Tor bringen. Von dort haut ihn zum Glück drüber, Volley. Das ist jetzt neben der Girassi-Kopfballchance das 1:1 in Sachen absoluten Top-Chancen. Oh, und davon Frimpong. Da unten ist Stress. Da unten ist Stress. Ito, Undav. Ito zeigt schon VAR an. Der will den VAR sehen. Aha. Der will den VAR sehen, der Mann. Jetzt bin ich gespannt. Zeig mir die Slow-Mo. Und auf Kosunu beide gelb. So, hier. Ja, das Einzige, was Undav macht, ist halt seinen Arsch nochmal raushängen. Sonst macht er ja eigentlich nur Kosunu was. Also, wenn du Undav gelb gibst für Arsch raushängen lassen und Kosunu bekommt auch gelb für ziehen und zweimal schucken, Dann steht in keinem Verhältnis. Also entweder ich gebe Kosunu gelb und Undav nichts, oder ich gebe Kosunu rot und Undav gelb. Kosunu macht doppelt, dreifach so viel wie Undav und kriegt dieselbe Karte. Also weiß ich nicht. Mir wäre rot dafür auch zu viel, so. Mir wäre rot zu viel. Aber für mich muss Kosunu gelb sehen und Undav gar nichts.
Kusunu gelb und darf nichts. Dann passt's. Wie gesagt, rot ist das für mich auch nicht, was Kusunu macht. Das wäre ein bisschen kleinlich, eine glattrote Karte. Aber wenn du undarf eine rote gibst, dann musst du ja Kusunu noch mehr geben, weil er mehr gemacht hat. Und damit rot. Langer Ball. Leveling! Leveling! Pfosten! Drin! Drin! Chris führe ich wieder! Leverkusen ist sein Ort, Junge! Leverkusen ist sein Ort, Mann! So kann's mal aus der Halbzeit kommen, Alter! Was eine geile Aufnahme vom Auswärtsblock auch! Boah, der war aber schwer! Der war schwer! Leveling bricht da rechts durch, durch die Beine, glaube ich, abgefälscht, Pfosten raus und führe ich wirklich aus dem schweren Winkel in halb hoch. Volley. Boah, der war nicht einfach zu machen. Langer Ball durch. Boah, Leveling auch hauchdünn. Hauchdünn. Schuss. Ja, gehalten, Pfosten. Und der war nicht einfach. Den musst du erst mal machen als Führig. Den musst du erst mal machen als Führig. Wir führen in Leverkusen. 47. Minute. Junge, wie kommt die aus der Halbzeit? Wie kommt die aus der Halbzeit? Und die VfB-Fans, Junge. Ich hab's Gefühl, die, keine Ahnung, wenn ich Fenster aufmache, sind sie draußen. Klingt so gerade. Wenn ich hier Fenster aufmache, höre ich sie, weil es einfach, es wäre Stadion neben mir. Geht's hier ab wieder auswärts? Geht's da wieder ab auswärts? Ich glaube, die prüfen noch. War ja schon knapp. War schon knapp mit Abseits, aber ich gehe ganz forsch nach vorne. Bevor die hier irgendwas überprüfen, ich gebe es einfach schon ein. Mir doch egal. Tor zählt. Tor zählt, kein Abseits. Chris Führig bekommt sein Tor. Hat ja auch schon absolut endgeiles Tor gemacht im Pokal Leverkusen, Führig. Kommt die aus der Halbzeit direkt weiter. Undaf! 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 2-0! Undaf macht den Jubel, Junge! Undaf macht den Jubel! Ist das geil, Mann! Dass ausgerechnet Dennis Undaf trifft! Nach der Gelb-Gelb-Szene vorhin! Boah! Körper rein! Ball gewonnen! Abschluss eiskalt! Lange Ecke! 2-0! Gute Nacht! Ist das geil! Die führt 2-0 in Leverkusen! Die führen 2-0 in Leverkusen, Alter. Kneift mich mal einer. Ich hab's aber auch gesagt. Ich hab's doch gerade gesagt. Mein Bauchgefühl ist eher beim 2-0 als beim 1-1. Andrich pennt. Oh, der gewinnt den Zweikampf auch noch gegen Andrich. Es kommt alles zusammen. Die Andrich-Psychose. Die nicht gegebene rote Karte im Pokal. Der Fertus im Pokal. Und dann verkackt er hier zum 2-0. Und natürlich auch eiskalt. Und auf eiskalt. Trocken. Zack, drin. Man muss ja fast sagen, für die Linie vom Schiri, fast ein Wunder, dass es nicht abgepfiffen hat. Fast ein Wunder, dass es nicht abgepfiffen hat. Wir warten mal ab. Aber nach der Linie bist du vom Schiri fast ein Wunder, dass er das nicht abpfeift. Treffer zählt. Treffer zählt. Treffer zählt. Der Schiri hat keinen Scheiß gebaut. Ist das krank. Wir führen 2-0, Leverkusen. Jetzt gehe mal auf den Andrich jetzt hier. Boah, jetzt gibt's Stress. Frimpong ist auch so ein kleiner Aggro-Zwerg, ne? Ist ja unglaublich. Frimpong ist ja auch wie wenn ich hier Stress mache, Alter. Komplett albern. Komplett Alibi. Ha, wurde's da giftig. Wie sich Mio gefreut hat. Ja, Freistoß rausgeholt. Ja, Mann. Tabsoba-Schutz, Schuck-Mittelstädt. Also, Leverkusen ist ja auch durch und durch eine absolute Assi-Truppe. Ist ja unglaublich. Was eine Assi-Truppe. Die sind jetzt hier schon anderthalb Mal einer roten Karte entkommen. Was eine Assi-Truppe. Man kann es auch positiv auslegen, weil du musst vielleicht auch eine Assi-Truppe sein, um jedes Spiel zu gewinnen, um immer gallig zu sein. Ne? Kannst du auch positiv auslegen. Aber ist schon hart, hey. Wir führen 2-0 in Leverkusen. Lebe den Gerassi. Es sah aber auch krass knapp mit Abseits aus bei Leveling, aber boah, Gerassi. Den hat er in Dortmund quasi genau so gemacht.
den hat er in Dortmund quasi genauso gemacht. Dann steht's hier 3-0. Dann stünde es hier 3-0. Alter. Aber jetzt der Klassiker. 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. 2-0 ist das gefährlichste Ergebnis. Jetzt kommt der Klassiker. Aufpassen jetzt. Aufpassen jetzt. Oh, Zweier. Zweier fängt an, die Partie so ein bisschen zu verlieren. Da gibt es ein bisschen viel Rudelbildung aktuell. Anschlusstreffer. 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 Ist das gestört. Jetzt fängt Spiel an. Jetzt fängt Spiel an. Jetzt ist wie im Pokal. Jetzt geht's hier hoch und runter. Jetzt geht's hier hoch und runter. 1-2 Adli. Auch wieder eiskalt, ne? Kriegt den Ball, zack, drin. So. Der hat aber auch Platz gehabt, hey. Der hat aber auch Platz gehabt. Jetzt haben wir so ein offenes Spiel wie im Pokal. Ich glaube, mein 2-1 bleibt auch nicht stehen. Hier fallen noch ein oder zwei Tore. Boah, Mittelstädt! Oh, kämpft den Ball zurück. Boah, Nübel! Boah, Nübel! Nübel, Junge! Boah! Den ersten darf er halten, muss er halten oder wie auch immer. Aber der zweite war krass. Der zweite auf Kurzdistanz, auf Schnelligkeit war krass. Nübel, Alter. Boah, der erste war auch schon krass. Der erste von Nübel war krass, der zweite war gestört. Der zweite war krank. Ja, Girassi! Girassi ist halt echt noch unglücklich. Er hat erste Halbzeit gute Chance, zweite Halbzeit gute Chance, jetzt gerade wieder einen Millimeter dran vorbei. In dem Spiel soll der Treffer von Girassi noch nicht so ganz sein irgendwie. Er ist nicht weit weg davon, er kommt in Situationen, aber Girassi ist noch nicht sein Spiel in Sachen Tor. Fazit bisher, ey, also erste Halbzeit konnte ich noch ein Fazit geben. Jeweils eine Top-Chance auf jeder Seite, ausgeglichenes Spiel, 0-0, völlig in Ordnung. Zweite Halbzeit ist hier einfach Harakiri. Das Tor war so ein Knotenlöser hier. Aber ich würde sagen, dass natürlich, also du kannst safe argumentieren, dass Leverkusen hier auf 2-2 schon hätte stellen können. Wir hätten aber auch schon davor aufs Dritte stellen können oder danach schon aufs 3-1 stellen können. Also fällt mir schwer zu sagen, ob es jetzt unverdient ist. Also unverdient würde ich es nicht sagen. Aber Leverkusen könnte hier schon auch gut auf Unentschieden gestellt haben. Das gehört auch zu weit dazu. Ja, Girassi hat den Ball. Und er kriegt's faul halt nicht. Er kriegt's faul nicht. Geht vorbei. Stark. Jong. Machen. Alter. Das ist nicht Girassis Tag heute. Der war auch brutal gehalten. Ne? Also da mache ich Girassi weniger Vorwurf als irgendwie. Aber es ist nicht sein Tag heute. Der hat schon 2-3 Top-Chancen. Da ist immer Radetzky auch dabei. Der hält ihn auch bockstark. Also, da gebe ich Girassi gar keine Schuld. Den hält er auch bockstark. Aber das hier schiebt auch voll in die Richtung rein. Das ist auch. Also, wir führen hier nicht unverdient. Wir hatten auch genug Chancen, noch auf ein drittes zu gehen. Wir führen definitiv nicht unverdient. Hoeneß dreht durch. Hoeneß versteht die Welt nicht mehr. Ich fühle dich, Hoeneß. Ich fühle dich. Du hast erstmal Puls, weil du hier Leverkusen führst. Dann hast du Puls, weil der Schiri hier und da mal kleinlich pfeift. Und dann hast du Puls, weil du jetzt in den Bereich kommst, in dem Leverkusen Dinge entwickelt, die keine Mannschaft entwickeln sollen dürfte. So. Gefährlich alles, aber wir bleiben stabil. Junge, wir sind kurz davor, ne? Aber Dortmund war auch kurz davor. Dortmund war auch sehr kurz davor. Das ist es dann auch, was der Fuß gerade sagt. Wir stehen halt nicht mal hinten drin. Wir bunkern halt nicht mal. Wir spielen weiter Fußball. Das gestört. Du führst 2-1, kannst die Unschlagbaren das erste Mal schlagen. Und die spielen hier erst wieder Minute 15, übertrieben gesagt. Das ist komplett gestört. Und dabei geht's ja, ich sag mal, quasi um nichts. So. Also es geht hier wirklich nur um Luxus. Es geht ja nur darum, dass du Leverkusen das erstmal geschlagen hast. Boah, die VfB-Fans geben so Assi-Bock. Assi-Bock. Geben so Assi-Gas.
Boah, was wieder, was für ein Spruch wieder. Werbefilm für den deutschen Fußball. Wolf Fuß, wirklich. Wolf Fuß, bitte kommentier mein Leben einfach. Kommentier es einfach. Ich will den ganzen Tag so einen Wolf Fuß im Kopf haben. Stenzel. Oh, Kalle! Oh. Jetzt kriegen die doch mal einen Freistoß. Die kriegen doch mal einen Freistoß. Junge, Kalle muss nichts machen, außer diesen Ball ins Nirvana jagen. Jag den Ball vor Leverkusen nach Köln, ey. Nee, der flieht in Zweikampf und Freistoß Leverkusen. Würz, das letzte Aktion. Das letzte Aktion. Ich hasse es. Ist das lächerlich? Hoeneß sagt auch, Zeit war eigentlich fast schon abgelaufen, ne? Hand! War doch hier am Arm! Guck mal, der schuckt Roh weg! Der schuckt Roh weg, der hat direkt hier am Arm! Der eine schuckt Roh weg und der andere direkt hier am Arm! Nee. Bleibt das Tor stehen? Fick diesen Scheißverein, wirklich. Wir kriegen sogar noch eine Aktion. Nee. Nee, sorry, das ist ohne Worte. Das ist ohne Worte. Das ist ohne Worte, wirklich. Ich kotz im Strahl. Das ist so hochgradig lächerlich, wirklich. Das ist unglaublich lächerlich. Und das ist heute auch nicht verdient, es tut mir leid. Das haben die Jungs nicht verdient. Das haben die Jungs nicht verdient. So, schwarze Magie hat getroffen. Schwarze Magie in 95. Schwarze Magie. Ah, oh, nee, 90 plus 6 stimmt ja, war ja über der Nachspielzeit. Ganz vergessen, war ja über der Nachspielzeit. Immerhin Stream-Record. Wir sind bei 650 und noch mehr. Stream-Record geknackt.